Hallöchen Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Frühling nähert sich dem Ende. Und ich glaube, wir haben soweit auch alles fertig, was wir benötigen für den Sommer. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal ein bisschen unseren Quests widmen. Das habe ich heute vor. Erstmal futtern wir aber noch schnell was. So, lecker, lecker. So, wir haben eigentlich so ziemlich alles angebaut. Klar, das ist jetzt nicht perfekt, ne? Alles. Aber soweit, denke ich, passt das schon. Hier wird noch das letzte Zeug ausgesät. Das kriegt die Bertha ganz gut hin. Und ansonsten, ja, hier ist noch so ein kleines Streifchen. Aber ansonsten, Flachs läuft auf jeden Fall. Karotte, Zwiebel, rote Beete haben wir. Dann schauen wir hier mal ganz kurz. Hier haben wir Kohl, Hafer und Weizen. Ja, Weizen noch ein bisschen wenig. Lass uns mal kurz nochmal schauen. Hoch die Fäuste! Jawohl, Schattenboxen! Nee, so, Säckchen. Ich möchte nochmal schnell schauen. Roggen wird uns wahrscheinlich fehlen. Befürchte ich. Und Roggen wird uns wahrscheinlich auch so ein bisschen das Genick brechen bezüglich Tiergedönse. Aber das macht nichts. So, Weizen könnten wir theoretisch noch anbauen. Müssten wir uns aber nochmal ein Feld zusammenzimmern. Haben wir denn? Jetzt lass uns mal schnell gucken. Ja. Also Roggen haben wir theoretisch noch. Also Roggenkorn hätten wir noch. Hier ist aber kein Dünger. Der könnte allerdings auch in der Werkstatt sein. Ich habe ja damit angefangen, alles in die Werkstatt reinzuschmeißen. Weil dann muss man nicht ständig herumlaufen. Jetzt gucken wir mal schnell. Haben wir denn noch Dünger übrig? Nein. Kein Dünger mehr. Okay. Ach, jetzt habe ich es eingelagert, ne? Ich dödel. Die wollte ich eigentlich verkaufen, diese Holzrähchen. Ne, stopp. Passt schon. Hier ist das Zeug drin. Die Metflasche. Ja, nehmen wir auch mal mit. Können wir auch verkaufen. Also wir haben nichts mehr hier, ne? Nee. Ich überlege gerade, ob wir uns nochmal... Ah doch, 4 Dünger hätten wir noch. Ich überlege gerade, ob wir uns nicht noch ein Weizenfeld für den Herbst anlegen. Ein zusätzliches. Da ist, wie gesagt, Ernte dann im Herbst. Und das sollte jetzt ja auch nicht allzu lange dauern. Das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Dann machen wir uns nochmal ein Weizenfeld. Wir haben gutes Personal. So, machen wir das mal schnell. Wird jetzt nicht die Welt sein. Dieses Feld. Aber... Das wird sich lohnen. Wobei, ich glaube, wir müssen das jetzt eigentlich gar nicht selbst machen. Die kommen ja eh klar, die zwei, oder? Obwohl, es schon wieder Abend. Machen wir es schnell selbst. Wenn du es selbst machst, ist immer am besten, ne? So. Ja, die gute alte Ausdauer. Und da müssen wir einen gefährlichen Weg auf uns nehmen. Uns darf nichts mehr anhusten. Also ein Pups von der Wildsau und wir sind tot, ne? Na. Jetzt aber. Jetzt haben wir's. Glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben's. So, wir können das schon mal in der Verwaltung einstellen, ne? Das ist jetzt Feld 6. Genau. Und da möchte ich nochmal Pflanzenart. Ich die nochmal Weizen anbauen. Zack. Somit haben wir jetzt... ja, möchte ich beibehalten. Somit haben wir
hier den Weizen. Was ist das da? Ah, da ist nix. Okay, da ist gerade nix. Das ist... Es ist so blöd immer. Das müsste dann... Ist das der Roggen? Das ist wahrscheinlich der Flachs hier. Das müsste der Roggen sein. Ja. Na gut. Ja, ein bisschen Roggen, glaube ich, haben wir geerntet, ne? Hafer. Genau, unbesät. Gut, das unbesäte Feld können wir auch nochmal mit Weizen versorgen. Lass uns das mal eben machen. Falls wir noch Weizenkörner haben. Wir hätten noch Roggenkörner, aber die helfen uns nichts. Rote Betesamen. Ne, wir haben keinen. Wir haben nichts Weiziges mehr. Okay, pass auf. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir gehen gleich schlafen. Wir legen uns auf die faule Haut. Warte mal, vielleicht gibt uns die Frau was. Hallo, Frau. Oh, ja. Ich bin schwer verletzt, ich weiß, Frau. Es tut mir leid. Sie hat uns geheilt. Have a good day. Hahaha, so. Gut, aber dann gehen wir jetzt echt schlafen. Bis zum nächsten Tag. So. Letzter Frühlingstag. Wir brechen früh auf. Wir brechen sehr früh auf. Habe ich Geld dabei? Nicht, dass wir zweimal laufen müssen, das wäre ärgerlich. Ja. Können wir was verkaufen noch? Kurz mal gucken. Ob wir noch was hier was Leckeres haben, was wir verkaufen könnten. Speisemorcheln. Könnten wir eigentlich alle. Alle in den Kompost schmeißen, ne? Oder wir verkaufen sie. Wie viel bringen die? Wie viel bringen uns Speisemorcheln? Na, die bringen uns ja gar nichts. Naja, ein bisschen was ist es auch. 155. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen, ne? Ja, so ein klein wenig. Wir müssen halt auch Dünger kaufen, ne? Dünger gibt's ja auch noch. Ah, hahaha. Warum bin ich so pleite? So pleite, so pleite. Ah, ich kann es euch sagen, warum ich pleite bin. Weil ich die ganze Zeit mit dem Dings herumgereist bin. Weil ich mich fahren hab lassen. Chauffieren. Der Luxus, ja? Der Luxus hat mich kaputt gemacht. Die eigene Dekadenz. Naja gut, aber ein bisschen was kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Wir könnten die Bronzesense, aber die möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Die brauchen wir nämlich. Naja gut. Okay, jetzt gehen wir mal... Jetzt gehen wir mal nach Gostu... Oder können wir auch in Denica einkaufen gehen? Lass uns mal schauen, ob wir in Denica einkaufen gehen können. Dann müssen wir nur über die... Über den Hügel hüpfen. Einmal kurz gehüpft. Fast, ne? Fast gehüpft. Ich könnte natürlich jetzt auch ganz spontan einfach noch 20 Messer herstellen oder so. Das ginge auch. Und die verkaufen. Aber ich bin ja dekadent. Ihr wisst es ja. Seitdem ich Pelz trage, habe ich mich verändert. Ich weiß. Seitdem ich Pelz trage, bin ich einfach, ist der Raki mir einfach nicht mehr derselbe. Schauen wir mal. Alle wach? Super. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr wach geworden seid gerade. So. Ja, gut. Zwei Messer. Ja, es ist besser als nix, ne? Ja, die haben einen Landwirtschaftshändler. Einen Lavi. Den Lavi.
So, hier noch ein bisschen Zweige. Komm, das werden wir doch wohl. Das kriegen wir doch jetzt wohl hin, oder? Das kriegen wir doch jetzt wohl hin. Geht noch eins? Stöckchen fehlen, okay. Eins könnten wir noch machen, wenn wir zwei Stöckchen aufheben. Na komm, such, such das Stöckchen, such. So. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch kaufen können. Kurz mal in die... Achso, ja, Fertigkeiten. Oh ja, Fertigkeiten. Überlebenskünstler, ja. Weil das Essen nervt mich tatsächlich ein bisschen. So, jetzt schauen wir nochmal in die Verwaltung rein. Wir haben 35, die wir... 35 Parzellen, sagt man das so, die wir bewirtschaften müssten. Be welcome, so. Stranger. Goodbye. Goodbye. Ah, hi. How can I help you? Der gute alte Dagobert, stimmt. Der Dagobert. I've got it. Der Dagobert. So, Metflasche geht raus. 155 Speise. Ja, da kommt schon ein bisschen was rein. So ist es nicht, ne? Also, gut, wenn man es aber halt vergleicht mit hergestellten Steinmessern, dann ist es gar nicht mal so viel. Also, ich nehme mal, ich würde jetzt mal tatsächlich 24 mitnehmen. Und dann Weizenkörner. 24. Obwohl, da können wir sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen. So, nochmal schnell in die Verwaltung gucken. In Le Verwaltünge. Wir haben ja da auch noch dieses Feld, ne? 4. Also 4 können wir noch mitnehmen. How is life treating you? Only the best products here. Only the best products here. Außer wir wollen noch ein bisschen Mohn. Mohn ist auch, oder? Ja. Machen wir nur noch 4 Mohn. Komm. Haben wir super. See you soon. Eine super Mischung. Oh, ja. Gut, hat geklappt, wunderbar. Es ist schon cool, dass dieses Dorf da direkt um die Ecke ist, ne? Dieses Deniza. Das ist schon sehr, sehr geil. Da müssen wir nicht immer nach Kostovia laufen. Ich meine, irgendwann wird es uns egal sein, wenn wir mal ein Pferdchen haben. Aber das dauert ja noch. Wir können ja noch gar kein Pferdchen holen. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Folgen habe ich ja mal davon geträumt. Ja, ihr wisst es ja. Bombardi, ein großer Träumer. Träumt immer von Weißwürsten. Ich habe ja davon geträumt, dass wir uns einen Pferdestall gleich mal holen demnächst, aber nö. Werden wir nicht. Oh, wir haben eine neue Quest bekommen. Grabe das Feld um, dünge das Feld, pflüge das Feld, bestelle das Feld. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, ne? So, sehr schön. Hier wird schon fleißig gedüngt. Dann mache ich gleich mit. Huch. Säckchen. Da mache ich gleich mal mit. So. Das ist ja so doof, dass diese Quest da noch nicht zählt. Vor allem, bis du da mal hinkommst, hast du sehr wahrscheinlich das Zeug schon 10-mal gemacht. Also bis du diese Quest überhaupt mal erhältst, ne? Deswegen finde ich das so doof. Oh, hier ist noch ungepflügt. Was ist da los? Hallo? 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 Sag mal. Hallo? Ich kann mein Feld nicht pflügen. Was stand da jetzt die ganze... Stand da jetzt die ganze Zeit ungedüngt und ich hab's nicht gesehen, weil ich doof bin? Wahrscheinlich. Na gut. Aber hier die Bertha macht das schon.
Gute alte Bär da. Eselstall. Aber irgendwie haben wir zu wenig, kann das sein? Ich habe doch 24 gekauft. Moment. Oh, 35 sind's. Ahaha. Okay. Okay. Ja gut, ich bin dann nochmal schnell, ne? So, Einkauf abgeschlossen. Jetzt sind wir pleite. Und ich musste natürlich zweimal laufen, weil ich ein Trottel bin. Aber das wisst ihr eh schon. Warum sage ich das überhaupt noch? Ich musste zweimal laufen, weil ich erst Dung gekauft hatte. Ja, lesen ist auch nicht so, so meine Sache, ne? Muss man auch dazu sagen. Naja, naja, aber jetzt haben wir alles. Das heißt, wir können den Rest noch machen jetzt. Und dann sollten wir im Herbst wunderschönen Weizen nochmal zusätzlich bekommen. Das schadet nie. Ich habe jetzt auch gesehen, Tierfutter wäre theoretisch auch gar nicht so teuer. Das heißt, vielleicht bauen wir uns im Sommer tatsächlich mal einen Hühnerstall. Das wird sehr, sehr wild. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier los ist. Wir kriegen schon wieder eine Meldung rein. Ich habe extra gerade eben noch die Sachen eingelagert. Aber irgendwie haben Roland und Bognar ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, warum. Welche Probleme habt ihr denn, ihr zwei Hübschen? Das müsste ja dann Landwirtschaft, Feldschuppen. Was fehlt euch denn? Kein Material. Doch. Doch. Ist alles da. Ihr habt Säckchen. Ihr habt alles, was ihr benötigt, meine Lieben. So, gleich mal umgraben. Nicht, dass sie das wieder klaut hier. So. Damit haben wir nämlich das jetzt schon. Hahaha. Mini-Quest. Leben ist ein Bauernhof. So, ich stink ein bisschen. Noch beschwert sie sich nicht. Das ist okay. So. Zack, jetzt habe ich zu viel Dünger. Naja. Man kann nie zu viel Dünger haben. So. Passt. Zack. 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 Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Hier fehlt noch der Mohn. Den mache ich mal schnell. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich nämlich noch keinen Befehl gegeben. Dass der Mohn ausgesät werden soll. Das ist aber nicht der böse Mohn, keine Sorge. So. Also, Mohn gibt's auch. Das ist ja ein Träumchen. Gucken wir mal. Kriegt die das heute noch hin, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. So schnell, wie die das macht und so motiviert. Was machst du eigentlich hier? Bognar. Bognar, warum? Warum stehst du hier rum? Schaut der Bär dazu. Sie ist Supervisor geworden. Oder sie steht auf Roland, so wie sie schaut. Oh. Jetzt möchte sie sich... Ne, jetzt möchte sie kehren. Hä? Aber warum... Moment. Ah, ich habe ja drei Leute eingestellt, ne? Für die Felder. Stimmt, 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 stimmt. So, Fertigkeiten. Landwirtschaft haben wir ein bisschen was dazu bekommen. Zusätzliches Getreide, das ist sehr, sehr cool. Pfeifen ruft dein Reittier. Das werden wir auch irgendwann mal brauchen. Besessenheit des Bauern. Ne, wir machen das hier. So, der geschickte Landwirt. Gut. So weit, so gut. Alles gepflanzt. Hafer, Weizen, Mohn, Karotten. Irgendwo haben wir auch rote Beete. Also alles da, was das Herz begehrt. So, hier brauchen wir dann noch die Bretter und Stöcke. Da werde ich aber nicht extra irgendwas machen, sondern
Die Bretter lasse ich mir einfach herstellen. 33 Stück haben wir schon. Dann machen wir immer wieder mal so peu à peu. Machen wir das Ding fertig. Ne? Oh Gott, warum? Warum mache ich das immer nur? Warum mache ich das immer nur? Warum lasse ich mich immer nur darauf ein, zu viele Sachen mitzunehmen? Ach. Manometer. Aber warum machen die zwei hier kehren nur und sie weiß, sie macht die ganze Arbeit, oder wie? Das ist ja auch gut. So, ein bisschen Zaun noch prügeln. Ja, es geht eigentlich ganz gut, ne? Wird nicht perfekt aussehen am Ende des Tages, aber passt schon. So. Gut. Drei Stück noch und dann haben wir's. Dann haben wir's für den Frühling und dann können wir nächste Folge mit dem Sommer starten. Erstmal mit großer Ernte. Jawohl. Jawohl. Fertig. Alles ist getan, alles ist gemacht. Das ist ja wunderbar. Hammer. Das ist ja spitze. Wie viel kostet... Also die hat man noch nicht, die Baumstammbank. Die kostet... Also die ist so teuer, ey. Willst du ein schönes Lagerfeuerchen machen und dann kostet es zu viel? Eieiei. Naja, gut. Aber ich glaube, das soll es jetzt auch echt gewesen sein mit dem Frühling. Ich werde jetzt noch ein bisschen privat sammeln und bevor wir dann schlafen gehen, starte dann quasi die nächste Folge. Ein paar Sachen noch einsammeln, ne? So ein bisschen... Bisschen klar Schiff machen hier. Ein paar Steinchen noch holen. Wer weiß, wie hoch der Werkzeugbedarf wieder sein wird. Der Tag ist ja noch relativ... Naja, jung ist er nicht mehr, aber... Nein. Ich möchte den Stein... Ich mache mal noch eine Arschbombe, wie immer. Arschbomben sind richtig und wichtig. Arschbombe! Und dann war's das, meine Lieben. Wir sehen uns ganz, ganz, ganz am Ende des Frühlings wieder. In der nächsten Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Gebt einen Like und schreibt einen Kommentar. Da freue ich mich drüber. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.